Ich hatte 2018 schon wahrgenommen, dass die Medien in der Lage sind, in Deutschland aus der Lüge eine Wahrheit zu machen und aus der Wahrheit eine Lüge, dass sie einfach die Welt kreieren und konstruieren, die sie haben wollten. Sie hatten Hetzjagden erfunden, die es nicht gab. Und in der Zeit danach ist es eher noch schlimmer geworden, was wir heute an berechtigten Protesten, an berechtigten Widerstand sehen, der ganz überwiegend friedlich auch stattfindet. Ist nicht das, was die Medien darüber berichten. Die Medien versuchen es, so wie sie selbst sagen, zu framen. Und das bedeutet, ein Label anzuhängen, das sind entweder Rechtspopulisten, Rechtsextremisten, Unterwanderte, Verrückte und so weiter. Das ist nicht Aufgabe der Medien, hier Agitation zu betreiben. Das ist nichts anderes als Agitation, was hier gemacht wird, im Sinne einer Ideologie, die Wahrheit so zurechtzubiegen, dass sie unter die Ideologie passt.